Hallo zusammen. Tja, jetzt ist das Ermächtigungsgesetz oder das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Tja, was haben die Proteste gebracht? Leider herzlich wenig, bis auf dass sie Bilder erzeugt haben, die man jetzt wieder dafür verwendet, um die Menschen nochmal weiter gegeneinander aufzustacheln. Aber was können wir tun in so einer Situation, wo doch alles so verfahren scheint? Wie sind wir überhaupt in diese Situation gekommen? Das ist doch eigentlich mal eine berechtigte Frage. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie immer noch nach einem speziellen Schuldigen gesucht wird. Der ist es gewesen, der hat es gemacht. Wenn nur der weg ist oder die weg ist, dann wird alles wieder gut. Aber ganz so einfach ist es nicht. Es ist eigentlich noch viel einfacher. Aber es liegt nun mal an einem jeden selbst. Wenn man irgendwie einen Schuldigen sucht, dann befindet man sich ja noch in einer Opferhaltung. Mir wird irgendetwas Schlimmes angetan von irgendwelchen bösen Mächten, die über mir stehen. Und wenn diese bösen Mächte erst weg sind, dann wird es wieder weg. Wird es wieder gut gehen. Wenn Merkel erst weg ist, dann wird alles gut gehen. Wenn die NWO erst weg ist, dann wird alles gut werden. Was wir aber bei dieser ganzen Sache, oder wenn das System sich ändert, dann wird alles gut werden. Aber was wir bei dieser ganzen Sache irgendwie ein bisschen vergessen, ist, dass das System zu einem Großteil aus uns besteht. Das System besteht doch nur zu einem winzigen Teil aus den Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Ohne die ganzen anderen Menschen, die bereitwillig bei diesem ganzen Kram mitmachen, die bereitwillig die Produkte kaufen, die uns von denen, die uns beherrschen, angeboten werden, die bereitwillig Befehle ausführen oder auch allen die, die dagegen jetzt demonstrieren. Ohne uns alle würde es dieses System doch gar nicht geben. Das System ist doch nicht was irgendwie auf uns, etwas, was auf uns, Entschuldigung, raufgestülpt wird. Sondern das ist etwas wie etwas, was wir jeden Tag mitbedienen, das wir jeden Tag mitfüttern. Und das hat sich dadurch entwickelt, dass die Welt so ist, wie sie ist, beziehungsweise dass die Menschen so agieren, wie sie agieren. Dass sie gierig sind, dass sie immer mehr haben wollen, dass sie nicht teilen können. Das ist ja nichts irgendwie, was uns von oben herab, wovon wir von oben herab gezwungen werden. Wir könnten miteinander arbeiten, wir könnten solidarisch sein, wir könnten mehr teilen, wir könnten weniger konsumieren. Keiner zwingt uns dazu, es nicht zu tun. Aber wir machen immer weiter. Wir machen immer weiter mit dem gleichen Kram und warten darauf, dass sich irgendwas zum Positiven verändert. Wenn jetzt irgendjemand anders die Verantwortung übernimmt. Aber in die Eigenverantwortung zu kommen, und für unser Handeln wirklich die Verantwortung zu übernehmen, das ist irgendwie zu anstrengend. Aber anders kommt man aus der Nummer, die wir jetzt hier gerade haben, doch gar nicht mehr raus. Eigenverantwortung ist eigentlich der Schlüssel. Und dafür muss man doch erstmal verstehen, wie das Ganze überhaupt funktioniert, was das Ganze überhaupt ist. Man muss doch erstmal die Tragweite der einzelnen Handlungen halbwegs überblicken, um verantwortlich handeln zu können. Ist jetzt nicht so einfach, aber ist jetzt auch nicht irgendwie völlig unmöglich. Gibt es denn überhaupt Lösungswege? Gibt es denn überhaupt zumindest ein theoretisches Lösungsmodell, das wir, auch wenn es vielleicht nur eine weit entfernte Vision ist, anwenden könnten, um einen friedlichen und gerechten Planeten zu schaffen, ein friedliches und gerechtes System selber zu schaffen, ohne eine herrschende Elite, die es schafft, uns alle zu beherrschen, weil wir ja nur so geil auf Produkte sind und immer mehr haben wollen und auch ein Stückchen von dem Kuchen abhaben wollen. Gibt es denn das, ja? Gibt es. Da beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit, wie das funktionieren könnte. Und das, wie soll ich sagen? Das ist ein ziemlich radikaler Ansatz. Ein ziemlich radikaler Ansatz, alles, was wir kennen, einfach mal anders zu betrachten. Es geht da um einen Paradigmenwechsel. Ein Paradigma, das ist, wie wir unsere Welt sehen, das, worauf alles fußt. Der größte Filter, der zwischen uns und der Realität liegt, das ist das Paradigma. Und das Paradigma, das wir momentan haben,
Das haben wir schon sehr lange. Das ist uralt und das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das zeigt zum Beispiel die moderne Physik, die moderne Wissenschaft durch Quantendynamik, Quantenverschränkung, Quantenphysik. Sieht man ganz deutlich, dass diese Weltanschauung, die wir haben, der Welt, wie sie ist, gar nicht gerecht wird. Und es wäre tatsächlich möglich, mit unserem jetzigen Kenntnisstand eine Weltanschauung zu entwickeln, die sinnvoller ist als die, die wir jetzt haben. Und das würde bedeuten, wieder in die Selbstermächtigung zu kommen. Denn durch jede einzelne unserer Handlungen, durch jedes bisschen Energie, was wir rausgeben, stoßen wir wieder andere Prozesse an. Ne, weil alles miteinander in Wechselwirkung steht. Und wenn wir das nicht einmal langsam begreifen und uns dementsprechend verhalten, ist es leider eine Tatsache, dass wir immer eine herrschende Elite über uns haben werden, weil wir einfach nicht in die Selbstverantwortung, in die Selbstermächtigung, in unser Schöpferpotenzial reinkommen. Weil wir immer noch in der Opferhaltung sind und sagen, oh, irgendjemand muss jetzt kommen und muss es richten. Bodo Schiffmann muss jetzt kommen und uns alle retten. Irgendjemand muss jetzt kommen und uns alle retten. Das wird nicht passieren. Wir können uns nur selber retten, indem wir geistig mal ein paar Hebel in eine andere Position legen, als in die, in der sie schon die ganze Zeit lagen. Denn wir können ja jetzt im Informationszeitalter so weit zurückblicken auf die Geschichte der Menschheit, wie wir das vorher noch nie konnten. Früher sind die Menschen geboren worden und konnten teilweise nicht mal ihr Dorf verlassen oder ihre Stadt verlassen oder ihr Land verlassen, weil das gar nicht möglich wäre. Geschweige denn hatten sie Zugang zu so vielen Informationen aus aller Welt. Und wir haben momentan Zugang zu allen menschlichen Informationen, die jemals erstellt sind. Die können wir abrufen und daraus Schlüsse ziehen. Und dennoch ändern wir unser Verhalten nicht, sondern benutzen dieses Informationszeitalter hauptsächlich dafür, um Pornos zu streamen oder uns selber irgendwelche Dickpics zu schicken oder sonst irgendwas. Aber nicht dafür, die Welt wirklich mal zu modernisieren oder einen weiteren evolutionären Schritt zu machen, der dringend notwendig ist. Denn unser Verhalten wird diesem Maß an Informationen, das wir gerade haben, gar nicht gerecht. Wir können damit offensichtlich bisher noch gar nicht umgehen. Aber es gibt Möglichkeiten, wie wir die Welt anders betrachten können, um sie besser zu verstehen und besser mit ihr umzugehen und dann auch wieder in die Selbstverantwortung reinzukommen. Dafür würde es einen Paradigmenwechsel benötigen. Das Paradigma, was wir momentan haben, das ist materialistischer Dualismus. Materialismus ist eigentlich, ne, ziemlich klar, was das bedeutet. Aber Dualismus, das ist für viele Menschen noch, es ist tagtäglich begegnen wir dem, aber die meisten Menschen beschäftigen sich überhaupt nicht damit, obwohl das unser Leben in wirklich allen Einzelheiten bestimmt. Das Ja-Nein-Prinzip, das Gut-Böse-Prinzip, das Richtig-Falsch-Prinzip, das Schwarz-Weiß-Prinzip. Dieses Prinzip wird der Komplexität des Lebens nicht mal ansatzweise gerecht. Das fängt doch schon alleine damit an, wenn wir mal versuchen, einen Menschen zu beschreiben. Dann merken wir, dass ein Mensch so komplex ist, dass man gar nicht sagen kann, der ist nur das oder der ist das, sondern der hat Anteile von dem und von dem und von dem. Das weiß jeder, der sich mal einen Menschen oder sich selbst anguckt. Und wenn man einfach sagt, ne, du bist das, Schublade auf, den Menschen da reincheckt, Schublade zu, dann sind wir genau da, wo wir jetzt gerade stehen und das funktioniert nicht. Weil wir immer noch nicht verstanden haben, wie das Leben überhaupt funktioniert. Das Leben funktioniert aufgrund von ganz vielen Polaritäten. So, jetzt kann man natürlich denken und sagen, Dualität wäre dasselbe wie Polarität. Das ist aber nicht richtig. Polarität ist eine grundsätzliche Sache des Lebens. Und Dualität ist das, was entsteht, wenn man Polarität bewertet. Das passiert dann. Dualität ist etwas Menschengemachtes, Polarität ist was Natürliches. Ja? Das ist zum Beispiel eine der großen Trugschlüsse, die wir in dieser Welt haben, dass wir meinen, immer alles in eine Kategorie einteilen zu können, obwohl wir selber wissen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und wir wehren uns dagegen, wenn wir selber in eine einzige Kategorie gepresst werden, wehren wir uns dagegen, aber den ganzen Tag machen wir es mit allen anderen. Obwohl, wenn man das mit uns macht, wir das überhaupt nicht gut finden. Wir packen alle Menschen immer in irgendwelche Schubladen. Aber wenn wir selber in eine Schublade gepackt werden, dann hassen wir das. Zu Recht, weil das wird uns nicht gerecht. Genauso wenig wie unsere Schubladen den anderen Menschen gerecht werden.
Das Ganze ist vom Prinzip recht simpel. Wenn man es einmal begriffen hat, ist es auch total logisch und es fängt einem wie Schuppen von den Augen. Aber ich kann es halt nicht in einem kurzen YouTube-Video komplett erklären. Deswegen habe ich darüber ja, arbeite ich da seit 2015 dran und ich habe das Ganze aufgeschrieben. Ich werde euch das jetzt auch nochmal alles vorlesen, für die Menschen, die nicht lesen möchten. Und ich kann euch nur dringend empfehlen, euch das mal zu Gemüte zu führen, weil wir ziehen uns den ganzen Tag so viel Bullshit rein, so viel unnötige Serien oder Soaps oder so, aber uns mal mit was Nützlichem zu beschäftigen, das scheint uns dann geistig irgendwie zu anstrengend zu sein. Deswegen fordere ich euch quasi so ein bisschen heraus, euch das doch mal reinzuziehen. Ja, das heißt ja auch nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber ich habe einfach ein paar Muster innerhalb der ganzen Sache, die wir immer wieder wiederholen, erkannt. Diese Muster, die werdet ihr auch selber sehen. Da muss man einfach nur mal darauf hingewiesen werden, dann sieht man das überall. Und dann merkt man, okay, das ist viel logischer als das, was wir jetzt machen. Und der ganze Wahnsinn in dem Handeln, was wir momentan haben, der wird dann richtig schön deutlich. Der erste Teil von dem Vorgelesenen, den findet ihr jetzt hier schon auf YouTube und auf dem Telegram-Kanal, der unter diesem Video verlinkt ist. Findet ihr das Ganze auch nochmal in schriftlicher Form? Es ist noch nicht fertig, ich bin noch da dran. Aber die Basics, das, was es braucht, um das Muster, nachdem das funktioniert, zu verstehen, die sind fertig. Könnt ihr euch alle durchlesen, kostet auch nichts. Ich bin niemand, der damit irgendwie Geld machen will, weil das würde der Idee des Ganzen widersprechen. Aber habt einfach mal den Mut und denkt neue Wege, denn anders kommen wir aus dieser Situation, die wir jetzt gerade haben, nicht raus. Und ich kann euch versprechen, die Systeme werden immer totalitärer werden. Es wird immer weniger Freiheit geben, es wird immer mehr Kontrolle geben und es wird immer schwerer werden, neue Denkprozesse zuzulassen. Und solange wir jetzt noch die Möglichkeit haben und das relativ einfach ist, empfehle ich euch dringend, euch mal damit zu beschäftigen. Ja. So, da ist erstmal vom Prinzip alles gesagt. Nein, noch lange nicht, aber wie gesagt, das würde hier den Rahmen sprengen. Ich mache jetzt gleich noch ein neues Video, in dem ich die nächsten Kapitel von meinem Buch vorlese. Und ja, wie gesagt, nehmt euch die Zeit, lest es euch durch oder hört es euch an, wenn ihr nicht lesen möchtet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass euch das Leben danach sehr viel einfacher und sinnvoller vorkommen wird und ihr vielleicht endlich mal versteht, was in der Welt da draußen eigentlich die ganze Zeit schief läuft. Denn das sind nämlich gar keine Mächtigen, die uns beherrschen. Das ist einfach nur die Tatsache, dass wir immer noch nicht wissen, wie die Welt als solches funktioniert. Wir meinen es zu wissen, aber wir gehen völlig falsch mit der Welt um. Wir gehen total dilettantisch und dumm mit der Welt um. Dadurch, dass wir immer noch dualistisch denken. Aber das brauchen wir gar nicht. Denn wir sind viel schlauer, als unser Paradigma uns glauben macht, dass wir sind. In diesem Sinne, wir hören uns.